Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanilRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir die erste Insel abgeschlossen, wo wir, naja, herzlich gelacht haben, geweint und getrauert und uns aufgeregt haben. Und das war erst die dritte Folge. Also ja, mal gucken, wie es weitergeht bei Up the Creek. Ich würde gerne mal ein Bonus-Level schaffen, weil dann kriege ich Level, Leben. Ja, ich kann ja den Analog. Hab schon so aus Reflex wieder auf meinen Analog gedrückt, aber ich kann den ja nicht benutzen. Und das Spiel denkt sich, nö. So ein Dreck finde ich nicht witzig. Ja. Alles klar. Aber die Level haben wir hoffentlich im Sack, ne? Ohne große Schwierigkeiten. So, das ist auch kein Problem. Sollen wir mal in Rollenspielen bleiben, die schaffe ich wenigstens halbwegs. Komm hier hin. Boah, das war knapp. Ey, nice. Perfekt, dass ich den eingesammelt habe gerade. Wie, du brauchst einen Checkpoint? Okay, Josh. Den wirst du auch brauchen, werde ich nicht. Alles klar. Die Sprungpassagen habe ich eigentlich noch relativ drauf. Nur als andere nicht. Gehen wir. Wie ist das denn passiert, ey? Was war das denn für eine Kollisionsabfrage? Hey, wir sind. Das waren nicht zwei Billardkugeln, die gegeneinander geknallt sind. Da waren ein Affe, der gerollt ist, und ein Beuteltier, das sich gedreht hat. Ist überhaupt Crash ist da? Ist ein Beuteltier, ne? Nagetier. Ja, Beuteltier, was für eine Art. Du Sack, du bleibst genau davor stehen. Aber von so einem Ding muss ich auch noch erwischt werden. Dann haben wir, glaube ich, alle möglichen Arten der Tode irgendwie aufgedeckt, mit denen man sterben kann und in denen ich gestorben bin. So, lass doch jetzt mich auf den Arm nehmen. Sag mir nicht, ich muss das aktivieren. Das ist unmöglich! So, was habe ich jetzt nur aktiviert? Ich muss schon sagen, tun der Fisch und der Typ sich irgendwie absprechen, oder was? Boah, Tussi-Symbol! Ich will noch nicht nachgucken, wie die heißt. Ich wusste mal ihren Namen. Ich glaube, Trixie heißt sie, oder? Irgendwie sowas. Ah. Ja, vielleicht auch Lisa oder irgendwie sowas. Ne, ich glaube Trixie oder... Weiß ich nicht. Marie Antoinette. Irgendwie sowas. Ich hab einen totalen Knall, ey. Was ist das eigentlich? Oh. Also bevor alles hier schief läuft, erstmal das hier. Ja, genau so. Oh Mann. Ey. Ja, ich steige die Liste der beschissensten Let's Player in Sachen Gameplay immer weiter nach oben. Und das ist auch mein Ziel. Und da ist übrigens das Ziel. Sehr schön. Boah. Zum Glück habe ich mal die Leben eingesammelt, weil ich genau wusste, irgend so ein Dreck passiert noch. Ripperu, yay! Einer meiner absoluten Lieblingscharakter im Crash Bandicoot-Universum, obwohl das eigentlich nur ein blaues Känguru ist, das nur lachen kann, wie ein Geistesgestörter. So, Big TNT, okay. Ich weiß sogar noch halbwegs auswendig, wie der so springt und so. Weiß nicht, reicht das? Nee. Muss das so richtig abtimen. Jawohl. Boah, ich liebe diese Lache. So, wie springst du jetzt? Die Bosse sind zum Glück viel einfacher. So, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wow. Nee.
Kannst aufspringen? Cool Story, Bro. Kann hier rumlaufen, hallo. Aber ich glaube, ich tut er so kaufförmig, ne? Oh, ich habe mich dann Sicherheit gemacht. Sehr gut. Verdammt. So, jetzt aber. Oh, sehr schön. Keine Ahnung, jetzt konnte ich gar nicht meinen Funfact hier raushauen. Hier. Keine Ahnung, das Gelache, wer das noch nicht wusste, kommt irgendwie von irgendeinem Disney-Film von so einer Hyäne oder Chihuahua. Glaube ich. Lost City. Also nicht Chihuahua. Ich glaube, das war in Susi und Strolch, wo die Lache vorkam. Und die haben irgendwie die Lache ja richtig so übernommen. Und ja. Daher kommt die Lache. Okay. War einfach. Die Lache kommt, glaube ich, von Susi und Strolch. Ich bin mir aber nicht sicher, so wie in vielen anderen Sachen. Aber naja, wenigstens, wen es interessiert hat oder wer es nicht gewusst hat. Was soll das? Willst du mich auf den Arm nehmen? Hey, kann man da hoch? Da sieht irgendwie so aus, als könnte man da hoch. Hey, da komme ich nicht hoch. Ich habe keinen Doppelsprung. Stell mal die Frage, warum Crash irgendwie was gegen Fledermäuse hat. Genauso wenig wie Mario irgendwas gegen... Ja, das war doof. Wie Mario irgendwie was gegen die alte Tiere hat. So Schildkröten und so. Was sind überhaupt Gumbas? Sind das? Ich habe keine Ahnung. Was? Wieso komme ich jetzt nicht da hoch? Hilfe! Hilfe! Was ist das für ein Dreck? Ich kam da gerade die ganze Zeit hoch. Weiß ich, tu bei den bescheuerten Sachen abschirren, dann komme ich mit sowas, ey. Das ist nicht wahr, ey. Och, Mann. Wie gesagt, ich komme mit den epischsten Sachen und dann mit sowas. Ach, ich hab das Ding noch, okay. Wow, boah, schießt euch mit Äpfel ab. Boah, boah. Ich wollte keine Bazooka für sowas. Ah, dauert mir zu lange. Dauert mir zu lange, macht das Ding kaputt. Ich kann ja gar nicht viel drücken. Doch, kann ich. Nimm das ein, verdammt. Nimm das ein, ja. Auch noch so ein Typ. Ich weiß nicht, wofür die Dinger sind, aber ich hab's. No, whoop. Zweiten oder dritten Mal dritten Level irgendwie gefunden. Kann ich, wollte schon sagen. Wenn er nicht mehr hochkommt, krieg ich ein Problem. So. Lass er mich hier durch. Bist du irgendwie so ein Kommandant der Fledermäuse oder was? Ich mal Batman holen, gucken, was der dazu sagt. So, das möchte ich haben. Au, ey. Verdammter Salamander. Was auch immer du sein sollst. Erstmal mit dem Kopf umgespuckt ist. Das ist diese verdammte Drehung. Wo bist du für einer? Okay, ich habe so das Gefühl, was Böses wird passieren, wenn ich alle drei von diesen Embryo-Sachen hier eingesammelt habe. Voll die harte Bonusmission oder irgendwie sowas, ne? Aber schauen. Das kann schon Schlimmes passieren. Das ein, verdammt. Nee, ich nehme das ein. Wie komme ich auf nimm das ein? Ich nehme auch irgendwie mal ein, was weiß ich. Oh, das ist ja überhaupt nicht schwer zu erreichen.
Ist er doch bestimmt nicht für irgendeinen guten Spieler, aber. Weiß ich nicht, was haben die sich bei der Tussen gedacht, als sie eingebaut haben, ey? Früher wird, irgendwann wird die ja durch Kokui ersetzt. Der Web. Die Schwester von Crash ist. Aber was hat's mit der auf sich, ey? So eine vollgeschminkte, vollbusige, blonde Bandicoot, ey. Nicht mal so aussieht wie er, sondern echt so menschliche Züge hat. Was zum Teufel? Kann ich hier nicht durch? Doch, kann ich. Das ist das letzte Ding. Und ja, was passiert jetzt? Bonus Round, ja. Okay. Du Heilige. Ich glaube mal bloß nicht, dass ich die jetzt aktiviere, hallo? Bin froh, wenn ich das hier Leben durchschaffe. So. Wollte schon sagen, wenn der jetzt hier auch. Wollte schon sagen, wenn er jetzt auch hier so rumpost wie die. Wäre gruselig gewesen. Wie läuft denn das jetzt eigentlich mit dem Speichern ab? Wenn ich jetzt hier. Ich kann ja gar nicht beenden, wann ich will, so eigentlich. Ja, du mich auch. Okay. Ich kann ja nicht speichern, wie ich will, weil das kommt ja immer nur durch den Dings, ja. Du springst doch bestimmt hier hoch, ne? Wöp. Kannst du es wagen? Ey, bei manchen Gegnern hast du echt keine Ahnung, was du machen musst. Und wie hat erstmal Encounters? Ich bleib mal hier unten. Nennt mich vorsichtig, aber. Oh! Das war knapp. Ey, Bastard. Schubst du mich da volle Möhre einfach runter? Okay. Ich hab mein Spielstoff wieder kaputt gemacht, ey. Okay, warte mal, das kommt, dann das. So, perfekt. Und die sind abwechselnd. Okay. Na, wenn da oben das Bonusding ist, ne? Dann fliegen Köpfe. Nein! Ja, okay, wenigstens komme ich jetzt so an das Bonusding wieder. Vielleicht gehe ich ja mit mehr Leben. Ich habe 32 Leben. Wo kommen die auf einmal her? Verdammt! Bastard! Keine Ahnung, hat irgendwie so was Provokantes, wenn mich das Ding so runterschmeißt. Okay. Hey! Sack! Ma. Das ist aber provokant hier, manchmal habe ich so ein Gefühl. So, jetzt. So, jetzt hole ich mir aber Dingen. Da ist nicht das Bonusding drin, okay. Nochmal Glück gehabt. Nein, lassen wir mal unsere. Hey. So, Bonus. Nein! Nein! Wie zum Teufel, ey. Dann hole ich mir jetzt aber noch. Ich hoffe, ich kann mir das noch holen, ey. Wieso hau ich dann weg? Bin ich eigentlich vollkommen behämmert? Boah. What? Ich mache hier Sachen, die wahrscheinlich kein anderer Spieler vor mir gemacht hat in diesem Spiel. Ey. Ma. Jetzt mich. Nein, hätte ich durchgehen können. Schon wieder. So, jetzt. Zack. Alter.
Warum verlangt das Spiel so viel von mir ab, ey? Warum bin ich so schlecht in dem Spiel?